Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Na, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Terroranschlag von Berlin hat den Ruf nach mehr Videoüberwachung lauter werden lassen. Die Kommunen forderten jetzt eine Lockerung des Datenschutzes, um die Überwachungstechnik zielgenauer einsetzen zu können. Die gesetzlichen Regelungen des Bundes und der Länder ließen eine Ausweitung der Videoüberwachung nur eingeschränkt zu, kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Landsberg. In Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen sind Kameras schon jetzt allgegenwärtig. In Einkaufszentren und bei Großveranstaltungen soll ihr Einsatz nach dem Willen der Bundesregierung deutlich ausgeweitet werden. Dem Deutschen Städtetag geht das nicht weit genug. Eine Stadt sollte berechtigt sein, mit den Bürgern einen Dialog zu führen und sagen, welche Plätze, Wege wollt ihr videoüberwachen? Dann muss es eine Videoüberwachung geben und man sollte die Videos, die dort gemacht werden, mindestens einen Monat aufbewahren, um Strafverfolgung auch später zu ermöglichen. Auch die CDU will auf Einwände von Datenschützern zukünftig keine Rücksicht mehr nehmen. Es fehlt mir jedes Verständnis dafür, dass wir diese einfache technische Möglichkeit nicht schon lange sehr viel stärker einsetzen. Kritiker sagen allerdings, zumindest Terroranschläge wie in Berlin lassen sich durch Videoaufnahmen kaum verhindern. Und auch das Innenministerium muss auf Anfrage der Linken einräumen. Die bisher in der Bundesrepublik verhinderten Anschläge sind nicht maßgeblich aufgrund von Videoüberwachungssystemen vereitelt worden. Die Linke bestreitet auch einen Abschreckungseffekt auf mögliche Täter. Ich glaube einfach, dass ein Terrorist oder ein Amokläufer das sogar noch gut finden wird, wenn er von einer Kamera aufgenommen wird. Dann kann das hinterher also seinen Gefährten oder seinen Mittätern auch noch als Held übergeben. Öffentlich wahrgenommen werden freilich vor allem Beispiele, in denen Gewalttäter durch Kamerabilder überführt werden konnten. Mehr Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen verstärkt zumindest das Gefühl von Sicherheit. Datenschützer warnen jedoch davor, in Zeiten wachsender Verunsicherung Freiheits- und Bürgerrechte aufs Spiel zu setzen. Zumal die Wirksamkeit solcher Instrumente im Kampf gegen Terror und Kriminalität oft überschätzt werde. In Russland haben die Menschen heute der Opfer des Flugzeugabsturzes über dem Schwarzen Meer gedacht. Die Militärmaschine war gestern kurz nach dem Start in Sotschi mit 92 Menschen an Bord abgestürzt. An der Unglücksstelle wurden bislang 11 Leichen geborgen. Nach Angaben der Behörden wird ein Pilotenfehler oder ein technisches Problem als Absturzursache vermutet. Einen Anschlag stuften sie als unwahrscheinlich ein. Rote Nelken und Rosen an der Uferpromenade von Sotschi am Schwarzen Meer. Entsetzen, Fassungslosigkeit, nicht nur über den Verlust der Sänger des Armeekorps, ein nationales Symbol Russlands. Im Flughafen von Sotschi ein Gedenkgottesdienst, wie in allen Kirchen des Landes heute. Wir fühlen mit den Angehörigen mit und mit dem ganzen Land. Das ganze Volk, das ganze Land trauert. Draußen im Meer tausende Trümmer. Ein großes Rumpfteil sei gefunden worden, doch die Meeresströmung erschwert die Bergung. Auch die Suche nach den Flugschreibern gestaltet sich schwierig, denn die Tupolev-Flugschreiber senden kein Funkfeuer. Die Flagge auf Halbmast. Im Kabinett eine Schweigeminute. Ministerpräsident Dmitri Medvedev spricht von einer furchtbaren Katastrophe. Sein Verkehrsminister wie auch der Inlandsgeheimdienst halten einen Terroranschlag für unwahrscheinlich. Es gebe keinen Grund, die Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen zu erhöhen. Wir gehen davon aus, dass die Unglücksursache entweder technischer Art war oder ein Pilotenfehler. Ich unterstreiche, die Ermittler werden es uns sagen. Dennoch weisen einige Experten auf die Möglichkeit eines Anschlags hin, da die Trümmerteile weit verstreut seien und die Crew vor dem Absturz keine Fehler gemeldet habe. Russland und das Regime in Syrien werfen den aus Aleppo vertriebenen Rebellen Gräueltaten an der Zivilbevölkerung vor. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, es seien Massengräber mit Dutzenden Leichen entdeckt worden. Die Menschen seien gefoltert und hingerichtet worden. Die UN-Vollversammlung hatte in der vergangenen Woche beschlossen, mögliche Kriegsverbrechen in dem Konflikt zu untersuchen. Auch gegen syrische Regierungstruppen und Russland stehen Vorwürfe im Raum.
Im Norden Syriens geht der Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat weiter. Dort ist das türkische Militär an der Offensive beteiligt. Die Armee berichtete, der IS habe mindestens 30 Zivilisten getötet. Die Menschen seien in Sprengfallen geraten, als sie aus der umkämpften Stadt Al-Bab fliehen wollten. Über die Gewaltherrschaft des IS in seinen Gebieten werden immer neue Details bekannt. Flüchtlinge berichten, wie in der irakischen Stadt Mosul bereits Kinder auf die Ideologie der Terrormiliz eingeschworen wurden. Der Winter im Nordirak ist ungemütlich. Die Zelte hier im Lager Kayara bieten gut 20.000 Menschen Schutz. Sie alle kommen aus Mosul. Die Vertreibung der Terrormiliz IS dort kommt im Moment nur langsam voran. Auch im Camp wird gegen den IS gekämpft, gegen das, was die Terrormiliz in den Köpfen von Mädchen und Jungen angerichtet hat. Mehr als 2 Jahre waren die Kinder der Indoktrination des IS ausgesetzt. Die Leute vom IS haben uns Koran beigebracht, erzählt die 8-Jährige. Und sie wollten immer Geld von uns, aber woher hätten wir denn Geld nehmen sollen? Außer Religion lehrte der IS vor allem, was mit Waffen, Sprengstoff und Kämpfen zu tun hat, berichtet dieser Vater. Die Kinder hätten öffentliche Auspeitschungen und Enthauptungen anschauen müssen. In der Schule wurden ihnen Filme über das Töten gezeigt, an Puppen hätten sie geübt. Wenn man einem Kind beibringt, wie man Köpfe abschneidet, sagt diese Mutter, wenn man es ständig so etwas aussetzt, dann wird es natürlich zum Terrorist oder Mörder. Krieg, Waffen, all diese Gewalt sollen die Kinder jetzt hinter sich lassen, sagt die Lehrerin. Unser Lehrplan ist so ganz anders als der vom IS. Wir wollen, dass sie vergessen, was ihnen bei der Terrormiliz eingetrichtert wurde. Viele Kinder waren anfangs traumatisiert, für die Lehrer kaum erreichbar. Doch langsam geht es aufwärts. Seit bald 2 Monaten lernen sie jetzt in der Lagerschule für ein Leben ohne die Terrormiliz IS. Die türkischen Sicherheitsbehörden haben im Zuge von Antiterroroperationen erneut zahlreiche Verdächtige festgesetzt. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden in der vergangenen Woche mehr als 1.600 Personen verhört. Davon seien 516 in Untersuchungshaft gekommen. Unter den Festgenommenen ist auch eine ranghohe Oppositionspolitikerin. Massenfestnahmen seit fast einem halben Jahr, seit dem Putschversuch vom 15. Juli, sind sie in der Türkei so gut wie an der Tagesordnung. Wie das türkische Innenministerium heute mitteilte, wurden allein in der Weihnachtswoche etwa 1600 Personen verhört und mehr als 500 davon inhaftiert. Die Anklage in den meisten Fällen Verbindungen zur verbotenen Organisation des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen. Die islamisch-konservative Regierung und Präsident Erdogan sagen, dessen Netzwerk stehe hinter der gescheiterten Militäraktion im letzten Sommer. Fast 80 Personen werden Kontakte zu kurdischen Extremistengruppen zur Last gelegt. Diese hatten in den letzten Wochen schwere Anschläge in Istanbul und Kayseri verübt. Auch die Vizechefin der Links- und Kurdenpartei HDP, Aysel Tuluk, soll, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, inhaftiert worden sein. Bereits am Freitag war die stellvertretende Parlamentspräsidentin verhört, dann aber freigelassen worden. Tausende sind darüber hinaus wegen ihrer Beiträge in sozialen Medien ins Visier der Behörden geraten. Mehr als 1600 Internetnutzer kamen in Untersuchungshaft. Die, die an der Macht sind, verfügen über Schubladen, in die man Oppositionelle nach Belieben werfen kann. Sei es Fethullah Gülen, sei es PKK oder seines Aktivitäten in sozialen Medien. Man will ein Klima der Angst schaffen. Die innenpolitische Situation in der Türkei 2016. Ein Putschversuch, 26 größere Terroranschläge mit insgesamt mehr als 500 Toten, Zehntausende Festnahmen und fast 100.000 Entlassungen. Die Buchungssysteme einiger Fluggesellschaften weisen offenbar Sicherheitslücken auf. Wie WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, sind IT-Experten in der Lage, allein mit Hilfe des Namens und des Buchungszeitraumes auf eine Buchung zuzugreifen. So sei es möglich, Flüge unbemerkt umzubuchen, zu stornieren oder die Meilengutschrift zu stehlen. Weltweit sollen Millionen Flüge betroffen sein. Flugdaten können offenbar relativ einfach ausgespäht werden. Alleine der Nachname genügte Hackern, um auf die sensiblen Passagierdaten zugreifen zu können und etwa Flüge umzubuchen. Das haben die Sicherheitsexperten aus Berlin, dem WDR und der Süddeutschen Zeitung demonstriert. In Buchungssystemen fehlt ein ganz wichtiges Sicherheitsmerkmal, das wir aus allen anderen Computersystemen kennen, nämlich ein Passwort. Keiner hat ein Passwort, um auf seine Buchung zuzugreifen.
Und so funktionierte der Angriff der IT-Experten. Jedem Passagier wird bei der Buchung ein sechsstelliger Code, die sogenannte Buchungsreferenz, zugewiesen. Die Angreifer probierten nun, mit Hilfe von Computerprogrammen, so lange viele Kombinationen aus Buchungscode und Passagiernamen aus, bis sie die richtige gefunden hatten. Danach konnten sie sich bei den Fluggesellschaften einloggen und zum Beispiel Flüge umbuchen und persönliche Daten auslesen. So gelang es den Hackern auch, auf die Bordkarte des Bundestagsabgeordneten Thomas Jatzombek zuzugreifen. Der sieht auch sicherheitsrelevante Probleme. Es wird ja typischerweise am Flughafen auch nirgendwo, jedenfalls im Schengen-Raum, nach einem Ausweis gefragt. Und insofern würde man das wahrscheinlich kaum merken, wenn auf die Art und Weise jemand dann halt die Stadt verlassen würde. Die Luftverkehrswirtschaft verweist darauf, dass ihr bisher kein entsprechender Fall bekannt sei. Man versuche auf vielfältige Weise, solche Angriffe zu identifizieren und abzuwehren. Eltern und Kinder können im kommenden Jahr mit mehr Geld rechnen. Kindergeld und Zuschläge für Geringverdiener werden erhöht, ebenso wie der steuerliche Freibetrag. Auch Hartz-IV-Empfänger bekommen mehr Geld für ihre Kinder. Sozialverbände kritisieren, die Beträge seien bei weitem nicht ausreichend. Die Eltern von Gustav und Oskar erhalten demnächst für ihren Nachwuchs mehr Geld. Denn die Familie aus Stuttgart profitiert künftig von höherem Kindergeld. Aber auch andere staatliche Leistungen für Kinder steigen. Ab 1. Januar erhöhen sich zum Beispiel die Monatsbeträge beim Kindergeld um 2 Euro, beim Kinderzuschlag für Geringverdiener um 10 Euro. Bei Hartz-IV-Empfängern sind es 2 bis 4 Euro, je nach Alter des Kindes. Außerdem müssen Unterhaltspflichtige pro Monat 7 bis 10 Euro mehr für ihre getrennt lebenden Kinder bezahlen. Dazu erhöht sich der steuerliche Kinderfreibetrag um 108 Euro pro Jahr. Vor allem die Anhebung für Geringverdiener um 10 Euro könne verhindern, dass Familien in Armut abgleiten und zu Hartz-IV-Empfängern werden, sagen Sozialverbände. Leben Familien bereits von Hartz-IV, dann müssen sie nach wie vor auf viele Dinge des Alltags verzichten. So wurden zum Beispiel Malstifte für Kinder gestrichen. Ein Unding, so die Diakonie. Das ist insofern nicht ausreichend, weil es dem, was eine Kindergrundsicherung bedarfsdeckend, wie die sein müsste, weil es dem nicht gerecht wird. Die Diakonie fordert deshalb beim Hartz-IV-Satz nicht 2 bis 4, sondern 80 Euro mehr für bis zu 6-jährige Kinder. Für die Eltern von Gustav und Oskar ist die Erhöhung des Kindergeldes zum Jahreswechsel erstmal eine gute Nachricht. EU-Kommissionspräsident Juncker hat soziale Netzwerke aufgefordert, konsequent gegen Falschmeldungen im Internet vorzugehen. Es liege im Interesse von Unternehmen wie Facebook und Google, dabei einen gewissen Ehrgeiz zu entwickeln, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Schließlich sei Glaubwürdigkeit ihr wichtigstes Kapital. Juncker erinnerte die sozialen Netzwerke an ihre Selbstverpflichtung, Standards einzuführen, um Manipulation zu verhindern. Rund um den Indischen Ozean ist an die Opfer der Tsunami-Katastrophe vor 12 Jahren erinnert worden. Wie hier in Thailand gab es vielerorts Gedenkfeiern und religiöse Zeremonien. Am zweiten Weihnachtstag 2004 hatte ein Erdbeben der Stärke 9,1 riesige Flutwellen ausgelöst. Dabei kamen in insgesamt 14 Ländern mehr als 200.000 Menschen ums Leben. Die Musikwelt trauert um George Michael. Der britische Popstar ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Als Todesursache nannte sein Manager Herzversagen. Zahlreiche Künstler wie Elton John, Paul McCartney und Madonna würdigten Michael als brillanten Musiker. Er hatte in den 80er Jahren mit dem Popduo Wham unter anderem den Welthit Last Christmas gelandet. Auch als Solokünstler feierte er große Erfolge. Blumen und persönliche Abschiedsworte für einen Ausnahmekünstler. In der Nacht stirbt George Michael in seinem Haus westlich von London. Einer der letzten großen Auftritte. George Michael bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London 2012. Freedom, Freiheit, ein Lebensmotto. Ich bin keine 24 mehr und nicht auf dem Gipfel meiner Karriere. Ich kann was riskieren, ich habe nichts zu verlieren. I'm in a position where I have nothing to lose. In den 80ern erobert der Brite mit dem Duo Wham weltweit die Hitparaden, verkauft später auch als Solokünstler Millionen Platten.
Im Video Outside verarbeitet der homosexuelle Star sein unfreiwilliges Outing durch einen Sexskandal. Das Lied wird einer seiner größten Erfolge in Europa. 2010 muss er wegen Fahrens unter Drogeneinfluss für 4 Wochen ins Gefängnis. Ein Leben in Extremen. Mehr als 30 Jahre dauert die Karriere des Sängers und Komponisten. Zugleich ein persönlicher Reifeprozess, die meiste Zeit im Rampenlicht. In unserer Tagesschau-App und auf tagesschau.de blicken wir mit einer Bilderstrecke auf die Karriere von George Michael zurück. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 27. Dezember. Zwischen dem Tief über Schweden und dem Hoch über Frankreich bleibt der stürmische Wind erhalten und mit ihm strömt kältere Luft zu uns. Heute Nacht fällt im Süden noch Regen, im Bergland Schnee, im Norden und Osten einige Regen- und Schneeschauer, dazu stürmische Böen in den Niederungen, auf den Bergen orkanartige Böen. Morgen im Südwesten und Nordosten freundlich, in dem breiten Streifen dazwischen fällt gebietsweise Regen, oberhalb von etwa 500 Metern Schnee. Heute Nacht im Süden leichter Frost, sonst 1 bis 6 Grad. Morgen im Bayerischen Wald 0, im Norden bis 10 Grad. Am Mittwoch im Westen und Südwesten recht freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne und im östlichen Bergland noch Schnee oder Regen. Donnerstag und Freitag erwartet uns teils sonniges, teils neblig trübes Hochdruckwetter. Die Tagesschau meldet sich wieder um 23.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.